Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Server Alnitak. Ja, mit einem Tag Verspätung. Hab's gestern irgendwie nicht zeitlich geschafft und heute kommt dann ein Tag verspätet ein neuer Part. Und in diesem Video werden wir dann ja, ein paar Zodiac-Truhen öffnen, wie ihr schon gesehen habt. Meine Rüstung appen und ein bisschen Alchi appen. Ein paar andere Kleinigkeiten tun. Ja, also hier haben wir erstmal die Mob-Rüssi. Ich wollte mal wieder plus 8 versuchen. Hab wieder mehrere Versuche gebraucht. Und ja, da sieht man das Ergebnis, was da so Schönes rausgekommen ist. Da hat es wieder plus 7 geklappt. Also ich habe es selber immer so gemacht. Plus 7 wird dann nur mit Drachensiegel gemacht und ab plus 8 mit einem Schmiedhandbuch. Da haben wir dann auch einen plus 8er Versuch und schauen, was dabei rauskommt. Ja, leider fehlgeschlagen. Hat ein bisschen wehgetan, weil zu diesem Zeitpunkt haben, ja, ich sag mal, Titandioxide 120 Kaka gekostet. Und da dachte ich, komm, hab noch ein paar Versuche, um das auf plus 8 zu ziehen, beziehungsweise plus 7 und dann plus 8 zu machen. Und dann gingen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Drachensegis flöten. Und hier habe ich dann nochmal ein paar Sachen geschenkt bekommen, weil er schon voll war und der die Sachen nicht mitnehmen kann. Habe ich von ihm die Sachen geschenkt bekommen. Es waren 4 Töps plus 4 mit ja, 15 Wind oder 15 Feuer. Ein Falki mit 20 Orks, 20 Teufel, 10 Abblocken plus 0 und dann noch ein Phönixbogen. Ja. Sind halt die meisten halt, die halt noch was übrig haben, die Sachen nicht mitnehmen können. Und ja, sagen wir mal, mir überlassen. Ich versuche da irgendwie das meiste irgendwie noch rauszuholen, Sachen zu verkaufen und dann, sagen wir mal, bessere Sachen mitzunehmen. Ich kann ja eine Inventarseite mitnehmen und Alchi-Fenster und das IQ, was ich anhabe. Und ja, also falls ihr noch was übrig habt, ne, könnt ihr mir gerne per Postfach schicken. Und ja, hier haben wir mal einen guten Clip. Zwei Loopies auf Brilli erstmal versuchen. Ja, kriegt man so leicht schwitzige Hände. Und ja, er ist Brilli geworden. Habe ich ein bisschen gezögert, aber ist ein Blanker. Aber Hauptsache kein Minus. Und den werde ich dann auch mitnehmen und auf ja, Germania mitnehmen und verkaufen. Ich habe sogar überlegt, den zu switchen. Ich weiß aber nicht, wie die Erfahrung damit ist. Also, ob es gut ausfällt. Weil bei Matten ist es auf jeden Fall sehr schlecht. Bei Brilli weiß ich das gar nicht, weil so ein Dreher kostet dann 27 Flammen. Ja, was kostet eine Flamme? 1,5 Won, 1,8 Won. Dann zahlt man auch so seine 40, 45 Won ungefähr. Ja, mal gucken. Dann habe ich hier noch einen Versuch. Ja, eine Mob-Rüssi herzustellen. Hatte mit den Drachensegis noch eine plus 7er Rüssi geappt. Und das hat leider nicht geklappt. Ja, ich habe nicht immer Glück. Dann haben wir nochmal zwei klare Rubine. Und das machen wir dann natürlich direkt auf Lupi. Und ja, das hat auch geklappt. Und die Bonis. War ja klar, dass immer wieder schöne, gute Bonis drauf kommen. Also mit Rubin habe ich auf jeden Fall sehr viel Glück. Wie davor auch immer. Und auch bei den anderen Serverstarts habe ich immer voll viel Glück gehabt bei Rubin. Keine Ahnung wieso. Dann haben wir noch einen plus 7er Versuch auf der Mob-Rüssi. Leider fehlgeschlagen. Hat wieder schön wehgetan. 120 kk flöten gegangen. Hätte ich lieber in Zenbon investieren sollen oder in anderen Dingen. Hab mir dann noch einen Zodiac-Bogen besorgt für ein Won. Ein paar Mal drüber gedreht. Man kann ja hoffen, dass da irgendwie 40 Stasis drauf kommt. Und ja, bin da immer, was heißt fleißig, aber nebenbei ziehe ich dann Chars auf 70 oder sogar 90 für die Edda und Zwitscher. Damit ich halt die, sagen wir, die restlichen Sachen bonieren kann, so wie was wie Bambusschuhe oder Holzschuhe. Und ja. Wenn so am meisten Profit irgendwie ausschlagen mit der ersten Inventarseite, bin ich derzeit bei 15 Stacks Zenbon, ein paar IQ-Teilen, auf jeden Fall einiges. Ich werde dazu aber noch separat dann
wenn die wenn der Servertransfer dann abgeschlossen ist, dann auch genau zeigen, was ich alles mitnehmen werde. Und ja, hier das lästige Appen der Mob-Rüssi. Und ich hatte damals recht gehabt, wo ich das ja plus 8 hatte, mehrmals plus 8 hatte. Und dann habe ich ja gesagt, komm, ich lasse es plus 8. Und dann, ja, kamen immer wieder diese plus 9er Versuche. Hätte ich einfach mal plus 8 lassen sollen. Naja, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja. Da wieder ein plus 8er Versuch. Wieder fehlgeschlagen, schön Herze gemacht. Warum ich Herze gemacht habe, weil ich mir die nicht angeguckt habe, ob es geklappt hat. Und dann habe ich mir später erst die Aufnahme angeguckt, ob es plus 8 gegangen ist oder nicht. So ein leichter Tick von mir so beim Appen. So plus 8, plus 9 bei speziellen Dingen. Das mache ich öfters mal. Und ja. Also ich habe, glaube ich, in der Rüstung stecken bestimmt jetzt schon 300 bis 400 Drachensegis. Hätte ich einfach plus 8 lassen sollen und damit magischen Steinen appen sollen. Ritualsteinen. Aber danach bekommen. Schmiedhandbuch. Oder ja. Weil mit Magenstein habe ich eigentlich nicht so eine gute Erfahrung gehabt. Habt ihr bestimmt letztes Mal schon mal gesehen. Also einige von euch, wo ich die HTA plus 9 versucht zu appen. Ich habe 15 magische Steine draufgezogen, ist nicht plus 9 gegangen. Und was einmal richtig schlimm war, das war damals auf dem Rubinum-Server, der jetzt Anima heißt, beziehungsweise Azreal. Da habe ich ja 32 magische Steine auf den Gift-Track gezogen und das ist nicht plus 9 gegangen. Das war so belastend. Ich habe dann am Ende irgendwie dann auf den Gildenschmied gezogen, dann ist es kaputt gegangen. Ja, gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall steht jetzt momentan die 9. Herausforderung an. Da haben wir dann auch den Erweckungs-Run gemacht. Hab leider ein bisschen spät aufgenommen, aber ja, da ist der Daumen gewesen. Gab es ein paar Erweckungsdrohnen und dann ist die Herausforderung auch abgeschlossen. Und dann gibt es noch die letzte Herausforderung, das wäre dann einmal Hydra One absolvieren und Champion Level 1 erreichen. Dann habe ich auch alle durch. Also mit der Zweifach-Autifizierung bin ich dann bei insgesamt 11 abgeschlossenen Herausforderungen. Gibt, glaube ich, keinen Vorteil, wenn man dann alles hat. Ja, dann sind wir eigentlich schon zum Ende angelangt. Und hier wird noch mal ein bisschen Alchi gehabt, Antik auf Legi. Die hätte ich noch überall gehabt und dachte, komm, abste mal ein bisschen. Hatte Langeweile gehabt, nichts Besonderes auf dem Markt gefunden. Und ja, ich lasse mal das Clip zum Ende laufen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Ciao.